Unsere nächste Rednerin ist Sabrina Schulz. Sie ist Koordinatorin der sozialökologischen Forschungsgruppe GETIDUS an der Universität Greifswald. Und sie wird uns hier einen Gruß der Jugend überbringen, den können wir auch gut gebrauchen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sozusagen die Jugend vertreten darf. Ich fühle mich schon eher als eine Generation über den Menschen, die wir ansprechen. Bei unserer Big Jump Challenge, der Jugendkampagne zum Europäischen Flussbadetag, geht es darum, dass Wasser nicht baden gehen darf, die Jugend in Deutschland aber schon. Und gerade das Problem der Privatisierung und des freien Zugangs zu Wasser macht ja nicht beim Trinkwasser Halt, sondern es geht auch um unsere Oberflächengewässer. Wir hatten die Diskussion in Brandenburg mit der Privatisierung von Seen. Und wenn man sich unsere Flüsse anschaut, dann kann von Zugang, freiem Zugang zu Wasser keine Rede sein. Darum geht es bei uns am 16. Juni. Dort werden vor den Sommer- und Semesterferien hunderte Jugendliche bis 25 Jahre in ihre Seen, Bäche und Flüsse springen und für mehr Gewässerschutz in Deutschland protestieren. Und das ist eine großartige Aktion, die wir gemeinsam mit einem Netzwerk von Partnern, Grüne Liga ist dabei, Viva Con Agua, die Deutsche Umwelthilfe, der Global Nature Fund, CISV. Und wir sind offen für viele weitere Unterstützer und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie alle diese Kampagne weitertragen, vielleicht auch mittragen in Ihr Sommerfest oder in Ihre Jugendumweltbildung integrieren. Wir sind da auch nicht eitel, nehmen Sie Ihr Banner mit, springen Sie mit Ihren Fahnen ins Wasser. Hauptsache, die Jugend in Deutschland macht sich stark für die Zukunft und löst dabei möglichst eine Welle der Aufmerksamkeit aus, die den Gewässerschutz endlich auf die politische Agenda spült. Vielen Dank.